Gott, ich krieg gerade wieder Hitzewallungen in meiner Wohnung. Wie immer. Ja, ich komme leider nicht so zum Video drehen, wie ich es gerne hätte, leider. Aber ich hoffe, das bessert sich jetzt wieder ein bisschen. Ich will euch mal einen Haul zeigen. Immer wieder typisch, ich fange immer an mit einem Haul, wenn ich länger kein Video hochgeladen habe. Aber egal, fangen wir gleich mal an. Ich habe nämlich ein paar Sachen gekauft. Also das hat sich sehr angesammelt. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe nicht so viel Klumpert gekauft, aber es sammelt sich ja doch an, wenn wir ehrlich sind. Und ich will die euch endlich zeigen. Ich glaube, ich habe auch zwei Sachen vergessen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die hingegeben habe. Fangen wir mal lieber gleich an. Ich habe nämlich ganz schön viel Zeug. Ich habe mir einmal so ein Pinselset gekauft, weil ich ja nicht so viele Pinsel habe. Aber ich wollte das unbedingt haben, weil das ist bei uns, bei Müller um 10 Euro reduziert. Und für 10 Euro, finde ich, kann man da gar nichts sagen. Da hat man einen Beauty Blender drin. Ein Buddha-Pinsel, würde ich jetzt mal behaupten. Und die anderen, also da steht eh drauf für Blush, Foundation, Lidschatten, Highlight und Concealer. Ja, ich wollte das euch unbedingt schon länger zeigen, aber ich kam nicht dazu, tut mir leid. So, dann habe ich hier, die habe ich überall gesucht und ich habe nicht gewusst, dass ich sie hier in diese Sackerl dran habe. Ich habe nämlich mir gedacht, ich habe mir doch eine Ersatzpinselseife gekauft, weil meine ist vor kurzem auseinanderbrochen, weil da nicht mehr so viel drinnen war. Und deswegen bin ich froh, dass ich sie wieder gefunden habe, ne? Ich habe mir auch bei einem anderen Müller im Donauzentrum, glaube ich, war ich da, diese Hülle hier gekauft. Für den Duft Idol. Ich will nämlich meine Düfte austauschen. Ich habe ja ein Video gemacht, welches ich gerade verwende. Und da sind ja doch noch viele Sommerdüfte dabei. Das will ich jetzt wieder umswitchen und wieder auf Herbst, also wieder. Und will auf Herbst, Winter umdisponieren. So, einen habe ich heute auch schon drauf, weil ich den unbedingt benutzen will. Und mir machen die Sommerdüfte keinen Spaß mehr. Also der Chill Thunder, den ihr in dem Video gesehen habt und Eskada habe ich euch zwar nicht gezeigt, aber verlinkt. Und einen anderen habe ich auch noch. Also den Eskada, den Chill Thunder und noch irgendeinen. Was ich jetzt dabei nicht verwenden will, weil die einfach nicht zu der Jahreszeit vielleicht schon, aber nicht zu meinem Feeling passen. Und deswegen habe ich mir diese Hülle gekauft, weil ich unbedingt den Idol als nächster verwenden will. Ich habe ja jetzt schon drei verschiedene. Und die Hülle hat nur noch 6,50 Euro gekostet. Die hat nämlich vorher 12,95 Euro gekostet. Und ich habe mir gedacht, ja okay. Falls ich ihn mal irgendwann mitnehmen sollte, weil den Duft kann man ja auffüllen lassen, werde ich ihn da reinpacken. In Original wäre mir das zu teuer gewesen. Da sieht man eigentlich erst, was man alles gekauft hat. Ich habe in so einem Game, na Blödsinn, das war im Elbenwald, glaube ich, habe ich mir diese Untersetzer von Super Mario Spielen und so gekauft. Das sind solche ganz alten, ich habe die bis jetzt noch gar nicht aufgemacht. Mein Papa hat nämlich auch schon mal gesagt, dass er die gesehen hat. Und ich habe die dann auch. Es fängt wieder an. Und ich schwitze wieder. Lang hält es nicht. Ich habe die gesehen und wollte die unbedingt haben. Ich meine, schaut euch das an. Wie süß ist das bitte? Man kann mich ja voll mit sowas fangen. Ich habe halt ein bisschen Angst, die zu verwenden, weil ich sehe gerade, dass die eigentlich aus Papier sind. Aber ja, ich werde sie verwenden, wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht lasse ich sie auch noch in der Schachtel. Eh dumm, wenn ich das dann kaufe und sie nicht benutze, aber das ist ja eh bei mir nichts Neues. Mir ist heiß, Leute. Ich habe mir zweimal das Haarspray nachgekauft. Einmal haben wir schon in Benutzung. Mein Freund benutzt es nämlich mit mir mit. Ja, ich liebe das. Ich habe das, glaube ich, im Aufgebrauchsvideo euch schon erzählt, in dem letzten. Ich benutze ja nur das und die haben, wie gesagt, die Verpackung verändert. Die ist jetzt kleiner geworden, aber es tut trotzdem noch das, was es soll. Bei Catrice sind meine Creme-Lidschatten aus dem Sortiment gegangen. Ich habe mir jetzt noch einmal die 80er gekauft, die Nummer. Das ist dieses Nude, dann dieses Nude in Bräunlich habe ich mir noch zweimal genommen. Das ist die Farbe 20. Der sieht so aus. Und einmal so eine Metalligen habe ich mir auch genommen, weil ich die Farbe schön fand. Das war die Nummer 90. Ja, es kam auch leider kein Ersatz, was mich mega geärgert hat, dass kein Ersatz kam. Also sie haben keine neuen Farben mehr reingenommen, sondern sie haben einfach nur die Farben minimiert und weniger Farben ins Sortiment genommen. Ich habe mir auch noch zweimal das Peeling gekauft von Collister, was ja um 15 Euro war. Eines habe ich ja schon aufgebraucht und ich mag den Peeling-Effekt so davon. Ich meine, man muss es am Anfang ein bisschen schütteln, das schaut ja so aus. Man muss am Anfang schütteln, wenn man das aber lange dann
in Benutzung hat, dann vermischt sich das Öl besser mit dem Zuckerkörner, was da drin sind, und ist dann nicht mehr so flüssig, wie es jetzt gerade wirkt. Ja, 4 habe ich jetzt insgesamt und ich freue mich schon, wenn ich wieder eins benutzen kann, weil zurzeit brauche ich ein anderes auf und ich bin ja jetzt sehr sparsam geworden. Ich habe nicht mehr so viel in der Dusche stehen, was ich aber heute demnächst, also heute auf jeden Fall ändern will, weil ich will noch meine Wohnung aufräumen, weil mein Freund heute arbeiten ist und ich dann noch aufs Grab fahre mit einer Freundin und mit meiner Cousine und dann muss ich schauen, dass ich meine Wohnung ein bisschen auf Vordermann bringe. Ich war auch beim Taco und habe mir einen Schal gekauft mit Mickey Mouse. Ihr wisst ja, ich stehe auf das. Und ich musste den unbedingt haben. Er war auch jetzt nicht so teuer, 10 Euro kostet oder so. Ich habe mir schon lange kein Disney-Kram mehr gekauft. Dann habe ich ganz viele Grabkerzen mir gekauft. Da muss ich mir jetzt gleich welche rausstellen, weil da werde ich gleich welche mitnehmen. Einmal so eine ganz schlichte weiße, die nur noch 1,50 Euro kostet. Und zweimal die mit dem blauen Schmetterling, wo Forever draufsteht. Den Sticker klätze ich natürlich runter. Und einmal Miss You mit so einer rosanen Blume, die nehme ich heute mit für meine Mom fürs Grab. Ich habe mir auch eine Maske noch gekauft. Die Fruit Bowl heißt das. Heißt die Maske von Terra Naturi. So sieht das aus. Habe ich aber noch nicht benutzt, logischerweise. Popsockets habe ich mir auch wieder gekauft, weil -20% waren. Ich fand den so cool. Und den mit die Pandas sowieso. Und ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich mir ein neues Handy besorge, aber ich bin mir noch nicht sicher. Einen Badezusatz habe ich mir auch gekauft. Cozy Love heißt der. Den habe ich auch der Min geschenkt. Ich fand den sowas von süß von der Verpackung her. Bin gespannt, wann ich den benutzen kann. Ich habe in letzter Zeit so eine Phase, wo ich diesen Tee häufiger trinke. Jetzt ist es wieder ein bisschen weniger geworden, aber eine Zeit lang habe ich so eine Phase gehabt, wo ich das wieder dauerhaft getrunken habe. Und ich habe mir ganz viele gekauft und sogar der Stefan trinkt das. Wattepads habe ich mir auch gekauft. Das habe ich vorher gesucht. Ich habe mir von Makeup Factory den Voluminizer Lash Primer gekauft. Der ist noch zugeklebt, aber ich habe den von Essence jetzt leer gemacht und wollte den unbedingt ausprobieren. Ich war mir erst nicht sicher, welchen ich nehmen soll, weil ich habe den schon von Lancôme gehabt, jetzt den von Essence. Von Essence, der ging mega schnell leer, aber jetzt habe ich mal den von Makeup Factory und mal gucken, was ich dann von den halte. Ich habe mir auch von Lancôme meinen Augenbrauenstift nachgekauft. Der ging leider aus dem Sortiment, was mich richtig angezipft hat, weil das war einer meiner Lieblinge. Ich habe den auch aktuell noch in Benutzung. Was soll ich euch sagen? Dann war ich ganz, ganz böse und habe mir ein Gesichtspflegeset gekauft. Ich habe das nämlich gesehen und gesehen, dass es um 10 Euro reduziert ist. Ich habe mir gedacht, verdammt egal, nehme ich mir einfach. Da ist drinnen die Reinigung, die Feuchtigkeitspflege und die Maske. Ich benutze die Sachen gerade aktuell. Ich habe nämlich ganz viele Proben bekommen von der Reinigung und dem Gel davon. Und ich liebe das. Ich liebe das. Also ich habe eine Zeit lang das jetzt wieder nicht verwendet und ich kriege überall wieder Unreinheiten. Wo ich das Reinigungsgel wirklich tagtäglich verwendet habe, morgens und abends, war meine Haut viel, viel besser. Jetzt wird sie wieder schlimmer. Und ja, ich habe mir dann halt diese kleine Größe gekauft, weil ich ja noch so viel Gesichtspflege habe. Wenigstens habe ich den Tee für meinen Bruder gefunden. Ach Mann. Ich habe noch eine Grabkerze. Die schaut ein bisschen komisch aus. Sieht man das? Sieht man das? Schon, oder? Naja, um 1,50 Euro. Sagt man jetzt mal nichts Negatives drüber, oder? Ich habe mir noch zweimal mein Deo nachgekauft. Einmal, zweimal, weil es in Aktion war. Dann, das bin ich mir noch nicht sicher, wann ich das verwenden werde. Mit dem kann man die Haare lila färben. Das ist quasi nur so ein Shampoo. Ich muss mir das aber nochmal genauer durchlesen. Es war reduziert. Eine Kundin hat davon geschwärmt und ich wollte es dann unbedingt auch haben. Ups. Und jetzt habe ich es mir gekauft. Ich bin gespannt, wann ich es verwende. Wenn nicht, werde ich es der Lin geben. Die Lin, die mag ja sowas auch. Ich traue mich nicht. Ich bin ein bisschen zu feig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber mal schauen, ob ich mich doch irgendwann einmal traue. Bei der bin ich mir nicht sicher, ob ich sie nicht wieder zurückgebe. Ich habe mir die neue Sky High Mascara von Maybelline gekauft und die soll wasserfest sein. Und mit Maybelline habe ich in letzter Zeit wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Mascaras. Irgendwie bin ich mit denen gar nicht zufrieden. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich sie nicht wieder zurückgebe. Aber mal schauen. Ich habe mir von NYX oder NYX einen Eyeliner gekauft, weil ich ja den von Makeup Factory so gern benutze und wissen wollte, wie der ist, habe ich mir den einmal gekauft. Damit ich mal was anderes benutze. Und von Catrice habe ich mir nochmal diesen Creme-Lidschatten in der Nummer 20 dreimal noch mitgenommen, weil der ja aus dem Sortiment ging. Ich hoffe, ich mache das nicht so schnell, aber die werden mich bald abholen.
Dann habe ich noch zweimal Seife gekauft von Terra Naturi, diesmal, weil die in Aktion war. Und ich habe ja die in klein gehabt und ich fand die gar nicht so schlecht. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich die mal mit. Einmal die Soft Mandel und Happy Limette. Ich habe auch so viel Tee gekauft. Ich sehe da gerade einen ganzen Sack an mit Tee. Aber das werde ich euch jetzt nicht zeigen. Ich glaube, das ist nicht so interessant, oder? Nö. Ich glaube, das ist nicht so interessant, oder? Ich habe mir halt so ein paar Teesorten gekauft, weil ich wissen wollte, wie die sind. Einen habe ich getrunken gestern, den fand ich jetzt nicht so gut. Aber ich muss mich halt noch ein bisschen durchtesten. Ja, einen von Alnatura habe ich noch, einen grünen Tee mit Ingwer-Limone. Ja, und ein bisschen was halt. Den finde ich auch sehr interessant. Mal gucken, wann ich den benutze, wenn ich den trinke. Eigentlich ist ja noch nicht so die richtige Zeit für diese Winterteezeit, aber mir ist nämlich jetzt gerade schon urheiß, aber okay. Zahncreme habe ich mir auch wieder gekauft. Ich habe ganz vergessen, dass ich die überhaupt gekauft habe. Einmal wieder die Paradon Dax, das ist die hier. Konnte ich mal wieder benutzen. Und die Senses Refresh, die Wassermelone-Gurke. Die geht nämlich aus dem Sortiment und war bei uns schon reduziert. Ich habe gar nicht geschaut, ob es sie noch gibt. Sollte ich vielleicht mal. Einen Badezusatz habe ich mir auch noch gekauft. Habe ich jetzt aufgebraucht oder gekauft, sagt? Ach du Scheiße. Den habe ich mir auch noch gekauft. Ich finde, der riecht extrem gut. Ich habe den vor kurzem in der Babyabteilung weggeräumt und dann habe ich den gesehen und wollte ihn unbedingt haben. Impulskauf. Die habe ich mir für meine Regelschmerzen gekauft, aber weil es so heiß war, habe ich die gar nicht benutzt. Das sind solche wärmenden Pads, was man halt bei den Eisstöcken aufklebt und dann wärmen die. Ich habe die bis jetzt noch nicht probiert, weil das sind von der Eigenmarke von Müller die. Aber wenn ich demnächst mal die Tage wieder habe, werde ich die mal benutzen. Uninteressant, oder? Die habe ich mir extra gekauft, um sie mir in meine Handtasche zu geben und sie liegt da herum. Auch sehr gescheit, oder? Eine Pinzette. Weil beim Grab von meiner Mom ist ein Kaktus gestanden, den haben wir jetzt schon mitgenommen. Aber der ist dort eine Weile gestanden, weil meine Mom ja Kaktus geliebt hat. Und ich habe den einmal gießen wollen und der hat mich dann gepiekt und ich habe die Nadel nicht aus meinem Kaktusnadel da aus meiner Hand nicht gekriegt. Ja, war dramatisch, aber ich habe es überlebt. Dann war ich ganz, ganz böse und habe mir den Lancôme-Duft noch einmal gekauft, den ich gerade aktuell in Verwendung auch habe. Den Eclat Eau de Toilette. Ihr kennt den. Den habe ich bei Müller entdeckt um 69 Euro oder so, glaube ich. Das ist die 100 Milliliter. Und da habe ich dann nicht lange überlegt, habe mir gedacht, egal, kauft ihr den einfach. Ja, hätte ich mir natürlich jetzt im Nachhinein nicht kaufen sollen, weil wir haben auch wieder sehr viel bekommen, aber ich bin froh, dass ich von dem noch ein Backup habe. Ich habe den aber nicht bei mir in der Filiale gekauft, weil da gab es ihn nicht. Ich habe ihn woanders gesehen und habe ihn dann dort gekauft. Und die haben mir so viele Duftproben mitgegeben. Das war echt heftig. Was ist das? Einmal habe ich den Kenzo dazu bekommen. Das war mal der Lieblingsduft von meiner Mom. Ich hoffe, man hat ihn gesehen. Einmal den Versace. Den Dylan Turquoise, oder wie man das ausspricht. Dann den Angel. Ah ja, den habe ich zweimal, weil meine Freundin mir die auch gegeben hat. Deswegen habe ich ihn gleich zweimal. Aber auf den bin ich gespannt. Auf den bin ich echt gespannt, weil da bin ich neugierig, wie ich den finde. Und irgendwo habe ich da... Ja, da ist es. Zweimal habe ich White Tea, aber einmal habe ich den mit Mandarine Blossom. Und den klassischen White Tea. Und den finde ich mega. Da bin ich sogar extrem oft angesprochen worden, wie ich den drauf hatte, dass ich so gut rieche. Deswegen bin ich froh, dass ich noch eine Probe habe. Von My Way Den Intense habe ich auch als Probe bekommen. La Vie Belle, den ganz normalen, den habe ich auch bekommen. Bei dem weiß ich noch nicht, ob ich den jetzt mag oder nicht. Aber wenn ich die Probe habe, werde ich es mal wieder probieren. Jetzt ist mir die daneben gefallen. So. Noch einmal den La Vie Belle, weil ich den dann von meiner Freundin noch gekriegt habe. Und den Toy, den liebe ich. Das ist von Moschino, der Bubblegum Toy. Der Toy 2 Bubblegum. Ich liebe diesen Duft. Ich habe ihn sogar in Originalgröße zu Hause. Und ich bin froh, dass ich Proben habe. Dann kann ich die mal verwenden, bevor ich meinen echten, also meinen Originalen anfangen muss. Ja, ich liebe den Duft. Viele finden den eklig, aber ich liebe den Duft. Ja, ich hoffe... Das war jetzt nicht zu schnell. Ich glaube, das Aufgebraucht-Video geht sich gar nicht mehr aus, was ich eigentlich schon noch gedreht hätte.
Aber ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Achso, ich habe noch eine Probe von dem neuen Alien. Jetzt habe ich insgesamt 3 Proben gehabt und ärgere mich, dass ich die nicht mehr gefunden habe. Ich wollte die eigentlich auch aufbrauchen. Ich liebe diesen Duft. Aber vielleicht hebe ich mir den auf. Weil der Duft geht mir echt nicht aus dem Kopf. Ich habe den jetzt 2 Tage lang oben gehabt und mich haben so viele darauf angesprochen, dass ich so gut rieche. Also der kann wirklich was, würde ich mal sagen. Also der kann echt was. Und ich bin froh, dass ich ihn in 30 Milliliter schon zu Hause habe. Da bin ich echt froh darüber. Aber ich weiß noch nicht, wann ich ihn verwende. Ich glaube, das wäre der erste Mugler-Duft, den was ich mir auch nachkaufen würde, beziehungsweise die Nachfüllung nachkaufen, weil man den ja auch nachfüllen kann, Gott sei Dank. Ich sag's ja, ich muss unbedingt ein Duftvideo machen. Ich hab's so richtig im Blut, dass ich unbedingt wieder ein Parfum-Video machen will. Ich krieg keine Luft schon wieder. So, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich glaube, es war ein bisschen schnell, aber ich wollte das. Ich muss da auch wieder ein bisschen reinkommen, dass ich da wieder ein bisschen mehr laber. Aber ich werde jetzt auch gleich abgeholt in ein paar Minuten. Das heißt, leider wird sich das aufgebrauchte Video nicht mehr ausgehen, was mich ärgert, weil ja heute auch das Licht so toll ist. Außer meine Haare, die schauen heute scheiße aus. Aber das Licht ist heute toll. Mal gucken, vielleicht komme ich rechtzeitig nach Hause, dass ich dann noch ein Video drehen kann. Wir werden ja sehen, wie lange die Sonne heute noch scheint. Wahrscheinlich nicht so lang. Aber wir werden sehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!